Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brothers Studio. Willkommen zurück bei Let's Play Secret of Mana. Zuletzt haben wir den komischen... Ja, wir haben auf jeden Fall den Wasserpalast gerettet. Ja, und jetzt... Ja, müssen wir uns erstmal anhören, was sie sagen. Fürs Erste haben wir die Truppen des Imperiums aufgehalten. Keines der Monster, das sie nach Pandoria geschickt haben, ist noch am Leben. Das hier habe ich übrigens gefunden. Müssen sie verloren haben. Oh, ein Peitschenorb. Hooray. Tilly, die Zeit rennt uns davon. Ich werde schon einmal nach Hause gehen und dort nach dem Rechten schauen. Denk dran, reaktiviere erst dein Schwert, um die Mana-Festung zu bezwingen. Das Kanoni-Reisebüro in Quelldorf kann dich ins Hochland befördern. Reden wir mal mit ihr. Benutze das Schwert, um den Mana-Samen wieder zu versiegeln. Oh, dann machen wir doch direkt mal. Bing! 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 Wie ein LKW. Dann machen wir uns mal auf Wäsch, ne? Oder hast du uns noch was zu sagen? Ah, dunkle Mächte sind hinter dem Mana-Samen her. Um sie zu besiegen, musst du zuvor das Mana-Schwert reaktivieren, indem du die 8 Paläste dieser Welt besuchst und dort die Mana-Samen mit dem Schwert berührst. Gehe zunächst auf den Schicksalsberg, um dort Luna zu treffen. Er hilft dir weiter. Jo, dann gehen wir mal zu Luna. Machen wir hier mal wieder ein bisschen Speeding-Action. Drum, 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 drum. So, jetzt geht's weiter. Und ja, also jetzt heißt es dann wohl, glaube ich, denke ich, hoffe ich, in ein neues Gebiet. Sieht man auch endlich mal ein bisschen mehr. Bam. Ach, scheißen wir einfach mal auf die Kiste. Nicht alles, was in der Kiste ist, ist auch gut. Wohl. Ja doch, stimmt sogar. Hui. Du Kanoni-Bruder hier. Mach mal hier hochladen. Geht durch den 4 Jahreszeitenwald, um ins Hochland zu kommen. Auf in die Kanone. Und jetzt fliegen wir halt. Obala. Irgendwo im Wald. Oh, und da sind ganz viele gezappelte. Geh vor, Sandy. Du kennst dich hier besser aus, oder? Aua. Ich bin auf meinen Kopf gelandet. Kopf? Meinst du damit etwa die große Beule auf deinem Hals? Na sauber. Also ganz ehrlich, hier. Oh! Okay, hier ist auf jeden Fall Bertie. Hallo! Ich musste einfach mal raus aus der Höhle, an die Luft. Ja klar, Bertie, du immer. Bertie, der Nicht-Bärtige, muhaha. Obwohl, okay, man weiß es nicht genau. Einfach verbessern hier. Pff. Aus dem Kurzbogen wird der Langbogen. Yeah. Ja, ich dachte, du da klar. Pff, na gut, reden wir halt nicht mit dem Kleinen. Bam! Bam. Schönes Wetter heute. Schauen wir mal, was können wir denn bei dem kaufen? Was haben wir schon, Was ist das? Dorn? Ja, Dornwester. Die könnten wir aber zweimal brauchen. Dann nehmen wir uns noch ein paar Walnüsse. What? Ach so, scheiße, die kosten ja 1000. Egal, da nehmen wir uns trotzdem mal 2 mit, weil Walnüsse regenerieren die MP. Nein. So, nein. Boah, von 5 auf 10. Also wir würden gerne tauschen. Ja, und davon 3 auf... Von 3 auf 10, auch nicht schlecht. Naja, egal. Bam. Autsch. Bam.
Transporte. Drache. Okay, in dem Fall kein Vogel. Vogel. Jetzt geht schon drauf. Ach, da ist noch ein... Ey, man, aber ganz schön hassen. Schaden, muss ich schon sagen. Was? Oh, sauber. Wir waren nicht heilen. Hab ich nicht mehr dran gedacht. Muss ich ehrlich sein. Hab ich gar nicht mal dran gedacht. Alter, jetzt ist langsam mal gut hier. Hat sie zumindest Mana? Oder S? Whatever. Verdammt! Da müssen wir uns jetzt erstmal wirklich mit dem zurechtfinden, was wir haben. Oder so. Yay! Ja, jetzt... Ach, obwohl... zeigen wir erst noch. Mal schauen. Und ich weiß gerade auch gar nicht mehr, wie die ganzen... Jetzt laden wir es zum dritten Mal schon auf. Yay, der Balken wird immer dicker. Zack. Oh, sieht schmerzhaft für den Gegner aus. Ja, dann nehmen wir jetzt mal die Lanze. Also, oh. Und, ah. Verreck, du Scheißfisch. Greenpeace kann dir auch nicht mehr helfen. Bam! Hab ich doch gesagt, Greenpeace kann dir nicht mehr helfen. Aber wir müssen der Futter da helfen. Da. Sonst verreckt die uns noch. Ah, komm, komm, komm. Bam! Bam! Yeah, okay. Dann schauen wir weiter. Ach, scheiße, und ich sehe gerade, wir haben... Scheiße, ich hab gefailt. Ich hab der falschen Person Dingens gegeben. Oh, der Bogen ist auf 1. Na gut, aber der Bogen geht, glaube ich, mittlerweile auf 2. Von daher. Ja. Lassen wir den Bogen erstmal getrost bei ihr. Ach, hier gib du dir selbst. Bam! Hell yeah! Und was passiert? Oh, Chili erreicht Stufe 16, Level 16, yay! Yay, yay, yay! Ah, ne, Kanoni-Bruder, zu dir wollen wir erstmal nicht. Bam! 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 Die Lanze ist hier echt gut, ey. Wir machen hier wirklich noch viel Schaden und da ist etwas, was den Gegner erstmal zeitweilig außer Gefecht setzt, wirklich sehr, sehr hilfreich. Und bam! Zack. Och nö. Ich weiß jetzt nicht. Ah, okay. Gut. Hier ist irgendetwas. Kommt, wir trennen uns. Oh, okay. Ja, also. Das Geheimnis hierbei in dem Wald könnte ich zwar schon verraten, aber ich will euch nicht den Spaß am Video verderben. Von daher, habt ihr Pech gehabt und müsst entweder vorspulen oder weiter gucken. Ich bin abogeil mit diesen 3 Abonnenten. 2. Ne, 6. Stimmt. Na gut. Wo insgesamt von, ich glaube, 2 wirklich die Videos gucken. Na egal. Oh, jetzt sind wir im Herbst. Schauen wir mal. Oh, Eule. Vogel. Vogel. Bam.
Oh Gott! Was war das nochmal? Ach nee, das ist doch... Oder? Ja, das ist... Jetzt muss ich... oben ist unten ist oben und links ist rechts und rechts ist links. Ah, okay, jetzt geht's wieder. Bam! Ja. Da hat ein Vogel die Federn verloren. Autsch. Yay! Ich liebe es. Ich könnte nie genug davon bekommen. Ich stehe drauf, wenn ihr... Bam! Jetzt verreckt endlich. Achso, es geht wieder gut. Okay. Jetzt kommt erstmal da weg. So, jetzt drehen wir den Spieß um. Bam! Oh! Stufe 3 schon. Können wir ja auch direkt mal testen. Ach, jetzt komm, ist gut! Ah, okay. Sandy, Bogen Stufe 2. Den Bogen haben wir aber, wenn ich mich richtig erinnere, schon auf Stufe 3 mittlerweile. Also, dass er dreimal aufgeladen werden kann. Also schon mit 2 Orbs verfeinert, sagen wir so. Arsch. Na, jetzt sind wir hier wieder bei Bertie. Jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Na gut, laufen wir einfach mal weiter. Ich weiß auf jeden Fall, wie dieses blöde Rätsel hier geht. Aber was ich mich jetzt natürlich frage, ist, ob man erst ob man erst in dieses Gebiet muss, wo wir gleich wieder raus sind. Weil da müssen wir auf jeden Fall hin, so viel kann ich sagen. Damit spoiler ich nicht. Ach, und Scheiße, warum benutzen wir noch die Lanze? Wir benutzen jetzt den Speer mal wieder. Bam! Du kommst uns hier nicht weit weg. Bam! Was? Lol, eine Krabbe. Bam! Komm, lass mich ein bisschen runter. Kümmert ihr euch um die Krabbe? Oh, 158 Goldmünzen. Ja, klar, gerne. Immer her damit. Bam. Gotcha. Gotcha. Daneben gefetzt, hat man den. Ja, okay, eigentlich nicht daneben gefetzt, aber. Extrem so draufgeworfen, dass er. Dass es nicht. Zählt als Angriff. Bam! Bam! Mach einen Abgang! Mach einen Abgang! 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 Oh! Auf jeden Fall ist das hier ein gutes Training, merke ich auch gerade. Ja, je mehr wir hier trainieren, desto mehr... Oder desto leichter haben wir den späteren Verlauf. Auch wenn mir gerade... Ja, okay. Bis auf eine Stelle nichts einfällt, was mir wirklich Sorgen bereitet. Dort eine Stelle im ganzen Spiel gibt es... Die ist einfach eigentlich wirklich unfair nur. Einfach nur unfair as hell as fuck as was weiß ich. Bam! Bam! Na gut, nee.
Den da rechts lassen wir jetzt einfach mal. Hier ist irgendetwas. Kommt, wir trennen uns. Ach man, ich weiß doch, dass wir da rein müssen. Müssen wir nochmal reinlaufen oder wie? Nö. Na, jetzt geht das Rätsel ein bisschen los für mich, weil ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, was nochmal zu tun war. Dann müssen wir dann doch zuerst das Rätsel machen. Bam, jetzt geh endlich sterben. Bam, geh endlich sterben. Bam, geh sterben und nerv mich. Bam, geh sterben und nerv mich. Und bam! Oh. Da müssen wir uns jetzt mal ein bisschen vorstellen, dass er uns hier nicht verreckt. Und noch irgendjemand doch nochmal sagen, Chili hat kein Herz für Tiere. Okay, auch wenn ich nicht weiß, ob das Tier ist, Mensch ist, was weiß ich. Soll ich. Ach genau, das ist ja ein Kobold. Och man, Waffenlevel. Och nö, Lachgas. Und was jetzt? Bogenstufe 3. Ja. Kriegt sie jetzt auch mal wieder eine neue Waffe? Na, ach, nimm doch mal das Schwert. Ich würde auch sagen, im nächsten Gebiet mache ich dann auch erstmal einen Cut. Und ja. So. Hier sieht ruhig aus. Und hier sehen wir uns dann im nächsten Part auch wieder bei Let's Play Secret of Mana. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.